Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Gerade ist vor 10 Minuten ein neues Auto eingetroffen aus den USA. Das ist eine 91er ZR1 in Rot. Die ist auch ziemlich ähnlich wie die 91er, die auch schon hier steht. Der Wagen ist gerade mit der Spedition gekommen aus Bremerhaven, vom Hafen, wo auch die Container entladen werden. Also die Container gehen ja normalerweise den Weg von Miami nach Bremerhaven, werden in Bremerhaven entladen und dann auf den LKW umgeladen und kommen dann mit dem LKW von dort hier zu mir. Und ja, hier sieht man die 91er. Die ist aktuell vorne drauf auf dem Sattelzug. Das ist das letzte Auto, was ausgeladen wird. Deswegen ja, geht das eigentlich recht einfach jetzt auch darunter. Es müssen keine anderen Autos mehr abgeladen werden. Und der Wagen kann als nächstes direkt runter zu mir. Gerade wird noch die Rampe ausgefahren, dass man den Wagen auch schön nach unten fahren kann. Das sind eigentlich ziemlich umfangreich ausgestattete Züge, auf denen die transportiert werden. Da kann man auch hinten noch die Rampen weiter absenken und hochfahren, damit man möglichst vom Winkel halt gut steht und damit den Autos nichts passiert beim Laden. Ich mache hier mal gerade einen kleinen Schwenk rundherum. Ich habe hier nebenan so eine Storage Box, da kann man noch Sachen einlagern. Das ist bei meinem Nachbarn hier auf dem Gelände, aber dadurch, dass das hier im Industriegebiet ist, ist das auch super hier, was die Autos betrifft, zum Laden. Da können die Sattelzüge gut halten und auch die Korvetten entspannt ein- und ausladen. Hier sieht man jetzt, wie der Wagen gerade runtergefahren wird. Wie gesagt, das ist ziemlich aktuell, also das ist passiert jetzt gerade alles vor ein paar Minuten hier vor Ort. Ich habe nur die Kamera dabei gehabt und habe das auch mal gefilmt, damit man da auch mal sieht, wie das Ganze eben so abläuft bei mir im täglichen Betrieb. Die Autos muss man halt immer schauen, wenn die dann lange im Container standen, ob die dann auch anspringen. Manchmal muss man die überbrücken, damit man eben die Batterien wieder zum Laufen bringt. Das ist häufig der Fall, wenn die jetzt 4 Wochen im Container waren oder auch länger. Teilweise, wenn die noch im Zoll standen, dann dauert das immer ein bisschen. Ja, hier beim Abladen von den Korvetten ist immer so ein Thema mit den Lippen vorne. Da muss man vorsichtig sein. Die kann man nicht auf jeden beliebigen Trailer laden, beziehungsweise muss man da sehr stark mit dem Winkel aufpassen. Und ich habe das aber ja, über die Spedition, das läuft über AFL. Die machen einen guten Job und da sind auch die Autos bisher immer heil angekommen. Und ja, die werden dann auch direkt weiter beauftragt, also hier von der Spedition, von der Spedition Dummeier. Die bringen die Autos dann weiter. Das läuft aber mehr oder weniger alles aus einer Hand über die Firma AFL in Bremerhaven. Das ist American Freight Line und die kann ich auch jedem empfehlen, der Autoverschiffung macht.